Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, liebe YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen, respektive auch meine lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen. Dies ist eine Doppelfolge für meinen Podcast, weil ich habe eine Frage von der Community auf Instagram bekommen. Und zwar die Frage lautet, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Spannende Frage. Okay, gehen wir mal jetzt rein. Was würde ich meinem jüngeren Michael sagen mit 18? Na, ich bin jetzt 36, by the way, werde dieses Jahr 37. Und was würde ich da dem 18-Jährigen, respektive auch dem 16-Jährigen oder dem jüngeren Michael sagen? Ich würde sagen, Michael, fokussier dich, konzentrier dich. Sei dir selbst treu. Verkauf dich und deine Produkte oder mach das, was du gerne machen möchtest. Und hör nicht auf die anderen. Hör nicht auf die Meinung der anderen. Verlass dich nicht auf Meinung der anderen. Habe immer eigene Meinungen. Hol dir Ratschläge, Feedback ein, wo du wachsen kannst. Lass das negative Feedback weg. Hater, lösche alle Hater. Blockiere alle Hater. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht mobben. Hör nicht auf Menschen, die dir sagen, das geht nicht, das kann nicht sein, das wird sowieso nie was werden. Und so weiter und so fort. Ich könnte noch stundenlang diese Hate-Kommentare mit euch durchgehen, was ich auf Social Media bekomme, respektive was ich auch damals gesagt bekommen habe, könnte ich euch stundenetliche Sachen erzählen oder dir erzählen. Ich kann dir nur eins mitgeben. Werde zu deiner Persönlichkeit, zu deiner eigenen Marke, zu deinem eigenen Brand. Beschäftige dich mit dir selbst und mit den Herausforderungen der anderen. Wachse ständig an dir, an deinen Herausforderungen, an deinen Stärken und Schwächen. Denn jeder, auch du, hast Stärken und Schwächen. Bekämpfe deine Schwächen und stärke deine Stärken. Denn das, was du kannst, da bist du dein Meister, dann bist du dein Talent. Du hast ein ausreichendes, gutes Talent. Du hast aber auch Schwächen. Also musst du deine Schwächen bekämpfen, um dort auch gut zu werden. Denn du strebst ja nach Wachstum und Wachstum fängt im Fundament an, fängt bei der Wurzel des Baumes, der Pflanze an.
Nehmen wir mal zwei Beispiele. Ne? Wurzel, Baum, Fundament, Haus. Das Haus ist auf stabilem Fundament gebaut. Das kann nicht kaputt gehen, außer wenn es brennt, außer wenn starker Sturm ist, kann ein Baum drauf fallen oder kann wegwehen, wenn es aus Holz gebaut ist. Aber in der Regel ist ein Haus für Stabilität. Und so musst du es auch mit deiner Persönlichkeit sehen. Und ich habe ja auch schon im letzten Video über das Thema Diskmodell geredet. Wir alle Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das Thema Diskmodell ist für jeden anders da. Jeder ist da anders da ausgeprägt. Und auch du bist anders da ausgeprägt. Aber du musst einen standhaften Boden haben, Wurzeln haben, ein Fundament haben, wo du deine Stärken hast, deine Werte drin sind. Und was du gut kannst und was du nicht gut kannst. Denn es gibt immer wieder Leute, die dir sagen, dass es nicht geht, aber es geht trotzdem, weil du deinen eigenen Weg gehst und gehst deine eigenen Fußspuren. Und du hinterlässt deine eigenen Spuren in dem Sand, in dem Schnee, auf dem Feldweg, auf der Straße des Lebens. Suche nicht nach deinem Warum. Klingt jetzt komisch. Alle sagen, suche nach deinem Warum. Warum sagt ich, suche nicht nach deinem Warum? Weil das Warum findet dich. Hab eine klare Mission und Vision, wo du Tag für Tag aufstehst, egal ob du jetzt angestellt bist oder selbstständig bist. Für was stehst du jeden Tag auf? Für was bist du jeden Tag dankbar, wenn du ins Bett gehst oder auch aufstehst? Habe da klare Ziele. Setz deine Ziele klar, konkret, sodass es für dich spezifisch messbar ist. Auch terminisiert messbar ist, so dass es für dich ein gutes Gefühl ist, weil die Straße des Erfolges ist nicht kerzengerade, ist eine Schlangenlinie, ist eine Treppe, die du Step by Step hochgehen darfst, auch mal auf dem Plateau kurz eine Pause machen kannst, um zurückzublicken, was du schon alles erreicht hast. Das alles würde ich meinem jüngeren Ich sagen. Und by the way, es steht da hinten auch alles in dem Buch, in einem E-Book drin. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht noch mal ein weiteres Buch schreiben soll. Ich habe so viel an Input, weil das große Buch, wo ich gerade am auf der Notizliste habe, da komme ich einfach nicht weiter, weil es nicht in der Prioritätenlage ist. Aber wenn ihr mir Input gibt,
Wenn ihr mir sagt in den Kommentaren das und das, dann kann ich aus diesem Input Kapitel für Kapitel ein Buch schreiben, respektive Videos drehen oder mir Fragen stellen auf Instagram in einen Fragesticker. Ich mache in der Insta-Story einen Fragesticker und dann könnt ihr immer mir die Fragen stellen und drauf schauen, was für Fragen ich denn stelle. Und dann könnt ihr eure Antworten da reingeben. Aber auch in den Kommentaren könnt ihr mich fragen, egal wo es ist. Hier bei YouTube oder in meinem Podcast oder ja, überall, wo ich halt meine Kommentare lese und darauf antworten kann, kann ich für euch Mehrwert liefern. Und deshalb, ja, gebt dem Video hier den Daumen hoch, kommentiert gerne und abonniert meinen Kanal. In den Shownotes findet ihr alle Links zusammengefasst in einem Linktree-Link. Alle Angebote, alle Sachen von mir. Oben im Infokanal gibt es ein Video, das solltet ihr sehen, dir anschauen, was ich mal gemacht habe. Schaut gerne auch die anderen Videos an, kommentiert gerne die anderen Videos und wir hören und sehen uns im nächsten Video respektive in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend. Dein Michael Weihrauch.